Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim, meine Freunde. Hier sind wir wieder. Ja, letzte Folge haben wir uns auf dem Weg der zu Anis gemacht hier, weil uns ja gesagt worden ist, da ist was Schönes. Und da war auch was. Also die hat hier unten so ein kleines Kellerchen. Aber ich wusste jetzt nicht, dass die uns hier gleich putzen will. Ja gut, jetzt ist sie nicht mehr da. Ich weiß jetzt nicht, wem die Bude gehört. Ich habe keine Ahnung, was jetzt noch passiert. Lassen wir uns einfach mal überraschen, würde ich sagen. Und gucken wir mal. So, ja, so viel zum Thema dazu. Wir begeben uns mal wieder zurück. Hat ja super geklappt hier mit der Anis. Die Anise. Ja. Ich will nicht unbedingt ins Wasser, weil dann weiß ich nicht, was da passiert. Oh. Ah, hier ist ja wieder hier dieser. Die Tante. Und der Rock ist auch nicht mehr da. Der hat seine Reise weit angetreten. Ja, okay, dann ist der Ohr auch wieder weg. Ich gehe jetzt mal da hoch, weil hier waren wir letztes Mal ja schon mal. Aber ich weiß nicht, wo es hier hingeht denn. Auch nur wieder da hoch, ne? Oh, was ist das? Oh, uns fehlt aber eine Eisenspitzhacke hier. Leben die jetzt noch oder sind die auch schon wieder hinüber? Ne, die bleiben hinüber, okay. Ja gut. So viel zum Thema dazu. Perfekt. Ja, und dann gehen wir mal rum. Haben wir noch irgendwas unten? Haben wir die letzte Mal komplett leer gemacht eigentlich? Langbogen hier mal mit dem Mist. Können wir verkaufen gleich. Ich gehe jetzt mal hier runter. Dann gehen wir gleich mal in den Flusswald, verscherbeln das da. Ach, mit dem Schnee. Das ist schon nice, ne? Also. Schön, der Schnee jetzt hier einsetzt. Ein bisschen verspätet, aber okay. So. Weil ich weiß nicht, ob wir noch. Hallo Fuchs. Hallo Herr Fuchs. Ob wir noch Aufgaben hier. Boah, ich wollte gerade sagen, Wolf. Achso, der Fuchs, der auch so komisch atmet. Ob wir eine Aufgabe hier im Flusswald haben. Das weiß ich nämlich jetzt auch nicht. Deswegen dachte ich mir mal, gehen wir nochmal gucken. So, ob wir noch irgendwas hier machen können bei denen. Weil wir haben ja den Sven die Aufgabe gemacht. Es fängt jetzt schön zu regnen. Und wie? Jetzt geht es ja richtig ab draußen. Oh mein Gott. Okay, wie spät ist denn das? 7 Uhr abends. Boah. Es schüttet aus allen Eimern hier. Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Okay, den kann ich. Da kann ich nichts mehr machen. Habe ich noch Aufgaben vielleicht für die da hinten noch? Boah, dieser Regen, ist es laut. Vielleicht seid ihr Camilla Valerius bereits begegnet. Was ist denn mit ihm? Gehst du mal bitte? Ist ja ein Stalker. Haben wir Aufgaben für mich hier irgendwie? Du musst auch keiner, ne? Guck mal. Oh. Ich schau bloß. Ich bin nur am Gucken. Alles entspannt. Kein Problem. Ich schau bloß. Hast ein schönes Haus hier auf jeden Fall. Ja. Verdammt. Hallo, kannst du wieder runtergehen? Mann. Aber wenn die jetzt da oben ist, dann könnte ich ja. Was kommt denn wieder runter? Da oben sind Kisten. Kommt der wieder hinterher? Ganz schnell. Nein, lass es. Ich habe so ein blödes Gefühl, weil sonst. Ja, der kommt jetzt schon angeschissen. Dann kommen die Wachen nämlich und nee. Ja, es pisst auf einmal jemand. Und es ist dunkel mittlerweile. Jackpot. Gut, dann gehen wir mal in die Taverne rein hier. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas zu tun. Gucken wir mal. Mal gucken. Aus oder angemacht? Ne, ich will es aber ausmachen. Ich bin drin jetzt.
So. Schön, schön. Du Verlogener, du. So, Camilla. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Gib auch nichts mehr für mich. Haut. Ihr habt also einen Drachen gesehen? Ja, 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 ja. Sagt, wie sah er denn aus? So groß wie ein Haus? Naja, ist halt ein Drache, ne? Also, noch viel größer, so groß wie das Gasthaus. Vielleicht. Das ist so groß, noch viel größer als dieses Gasthaus, mein Freund. Unglaublich. Das muss ein unvergesslicher Anblick sein. Nicht, dass ich wirklich einen sehen wollte, wisst ihr. Ich hoffe, dieser Drache bleibt weit weg von hier. Schauen wir mal, ne? Tanzen die gerade? Doch still war der Rote, kein Wort mehr sagt, als Schildmeid Mathilda beherzt vor ihm. Wir tanzen mit. So, gut. Habt ihr hier in Flusswald was? Was ist denn mit dir los jetzt so? So, er hast. Nee, bei ihm hier, ne? Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich hast du Gerüchte gehört in der Zeit? Man flüstert sich einiges zu. Aventus Aretino, ein Junge aus Windhelm. Er will die dunkle Bruderschaft kontaktieren. Sprich mit Aventus Aretino. Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Hä? Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Okay. Besucht den Schrein, aber ihr habt keine... Also gut. Mahlzeit? Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe... Ach, Camilla. Du wieder, ne? So, warte mal. Wir haben jetzt... Haben wir den jetzt hier? Den haben wir nicht. Kopfgeld, ja. Aventus Aretino. Und besucht den Schrein von... Wo ist denn der bitte sehr? Ich will nur mal gucken, wo der ist. Der Schrein von Azuna. Kopfgeld. Aha. Also bis wir da oben sind, sind wir erfroren, glaube ich. Das heben wir uns mal auf. Das heben wir uns mal auf, die Aufgabe. Weil wir müssen noch irgendwann mal da oben rumeiern. Aber jetzt brauchen wir die erstmal nicht. Das ist ja nicht ansatzweise unserem Weg da oben. So, Mammutstoßzahn, sprich mit dem Jarl, Kopfgeld abholen, ja. So, ich würde gerne ein Zimmer haben. Muss ich mich bei dir melden? Ich bin nur der Koch, Mann. Ja, Entschuldigung, ich habe nur gefragt. Entspann dich. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Ich? Nein. Wo hab ich geschnüffelt? Ich möchte gerne ein Zimmer haben. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Und das ist sehr nett. Und wo ist das Zimmer? Also gut. Kannst du mir auch das Zimmer mal zeigen? Ich betreibe die Taverne. Ja, wo ist denn das Zimmer jetzt? Fremde im Blick zu behalten. Ist es das hier? Oder das hier? Oder kann ich mir das aussuchen jetzt? Ich suche mir einfach eins aus, würde ich sagen. Ich nehme mal das, ist ein bisschen weiter weg hier. Dann haben wir unsere Ruhe. Ist eher alles leer. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier pennen. 8 Uhr machen wir einfach mal so einen 12-Stunden Schlaf. Also so ein 11-Stunden Schlaf sollte reichen. Können wir mal wieder abbrechen. Wenn wir zumindest ausgeruht sind. Und dann begeben wir uns danach nach Weißlauf, das Kopfgeld abholen. Ja, klingt nach dem Plan. Ach, ausgeschlafen. Und? Es regnet immer noch. Morgen und Abfahrt. Ja, sicher. Und raus, alle hier. Was auch immer ihr benötigt. Ja, ja. Ist mir, wenn es einfach und stark ist. Wunderbar. Kann ich es schmieden. Du, das schneit durch die Tür durch. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, Camilla, du stalkst mich doch. Das hört doch nicht auf zu pissen. Na gut, dann begeben wir uns mal auf den Weg. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem, dass es nicht so laut ist durch den Regen. Begeben wir uns mal nach Weißlauf. Was war das für ein Geräusch gerade? Ich meine, Laterne gemacht? Nee. Jetzt habe ich sie aus, wunderbar. Und dann holen sie mal das Kopfgeld ab, ja? Dann hoffen wir mal. Ey, warum ist das jetzt so ein scheiß Wetter? Es sieht trotzdem cool aus mit den Wolken da oben, also. Aber das Wetter ist halt scheiße. Ich hätte es lieber, wenn es jetzt mal nicht so pissen würde. Das wäre schon mal optimal irgendwie. So,
Ich hoffe, hier kommt keiner mehr von euch. Davor ist auch schon wieder irgendein Hi-Opi. Wer sind die denn? Boah, coole Rüstung. Geht weiter. Ja, und wenn nicht? Aber okay. Oh, ihr habt jemanden gefangen genommen. Okay. Ihr mischt euch in offizielle Angelegenheiten der Talmor. Ja, ist okay. Ich wollte auch nur noch Weißlauf. Ich will mich da gar nicht einmischen bei euch. Macht ihr mal euren Scheiß, ich mach meins. So. Kann es bitte aufhören zu regnen? Okay. Ja, dann möchte ich das jetzt sagen. Vielleicht hört es dann wirklich auf. Oder hat was geleuchtet? Ich sehe es doch bis hier. Es leuchtet. Nennt sich Nierenwurz. Nehmen wir mit. Ja, so schnell hört es auf zu regnen. Und die Sonne scheint. Ach, herrlich. Ist das ein schönes Wetter. Wahnsinn. Wahnsinn, was man aus diesem Spiel machen kann. Unfassbar. Unfassbar. Schieben sich die Wolken vor die Sonne auch noch. Das finde ich halt auch so gut, wenn diese Wolken sich vor die Sonne schieben und auf einmal die Sonne wieder weg ist so ein bisschen. Das ist halt ziemlich cool. Jetzt kommt die Sonne wieder raus. Es ist schon, ne? Das macht schon was her. Wirklich, das macht schon echt was her, denn. Und wenn es noch so Kleinigkeiten sind, aber das ist schon ganz cool. So. Dann holen wir mal unser Kopfgeld ab hier. Jetzt bin ich überlegen, gehen wir erstmal. Wir können ja auch erstmal zu den Banditen-Eierköpfen dann in Quatsch stand und gehen. Was? Ja, das hat so Frost an sich, mein Freund. Ich pflück erstmal Lavendel. Ich bin ein Blumenmädchen. Nein. So, guten Tag. Haben wir verkauft? Nein. Muss ich noch machen. Das fällt mir gerade auf. Wir wollten ja verkaufen. Eigentlich im Flusswald. Nur dann war es ja dunkel. Und jetzt ist immer noch, ach, die ist da. Okay. Ich habe hier einige gute Stücke. Adriane. Ich sage nicht, dass ich der... Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ich möchte verkaufen. Das möchte ich machen. Ich möchte verkaufen. Meine Gnädigste. Einmal das da. Und der hier. Und das da. Und sonst habe ich nichts mehr zu verkaufen. Nö. Weil so viel Zeug habe ich ja nun auch nicht. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen. Jo, das werde ich machen. Wenn ich irgendwann soweit bin. Jetzt gehen wir mal erstmal zu diesen Gelehrten. Gelehrten hier? Zu diesen. Na, wie heißen die? Zu diesen Banditen hier. Gefährten meine ich. Nicht Gelehrten, Gefährten. Hallo. Ich habe nichts getan. Nee, das glaube ich dir. Schöne Blümchen habt ihr. Hallo. Helgen Hallo? Soll von einem Drachen erwischt worden sein. Sollte sich eines dieser Monster hierher verirren, sind wir bereit. Alles klar. Gestalte dieses Land, das boah, dir gehört. Den kann ich nicht mehr reden hören. Was? Warum schaut ihr mich so an? Ich habe nichts getan. Ja, liebe. Liebe. So, wir sollen hier rein. Und mit irgendeinem quatschen. Ich weiß aber nicht mit wem. Sprich mit dem Anführer der Gefährten. Wenn wir aktivieren hier das Ding mal. Das so, ach, habe ich gar nicht richtig gemacht. Ne? Wir müssen doch, doch, haben wir. Ist doch hier, ne? Ja. Das ist da. Die Gefährten. Na, dann schauen wir mal. Die beiden schon wieder an? Was nun? Kommt schon, achtet auf eure Beinarbeit. Haltet euer Gleichgewicht. Oh, kämpfen? Ich will mich nicht schlagen. Kloppen die sich jetzt? Ne? Guten Tag. Zurück mit ihm!
Hört auf mich zu. Darf ich mitmachen? Ich stelle mich mal dazwischen. Hört auf mich zu kloppen jetzt. Was ist hier los? Ein Jada Steinarm. Okay. Skior, Torvar. Ich kenne ich noch nicht. Nee, ich auch nicht. Kennen wir uns? Ich glaube nicht. Doch, ich bin richtig. Aber ich bin doch nur eine Dienerin, Schätzchen. Was? Ihr wollt sicher mit einem der Gefährten reden. Ich will mit dir gar nicht reden. Was ist sie denn? Ich muss hier hin. Quatsch mich von der Seite an. So. Guten Tag. Beeilt euch. Was? Hey? 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 Oh. Oh, ihr seid es. Oh, lecker Apfelkuchen. Was denn jetzt? Weiß ich noch nicht. Ich weiß gar nicht wohin. Ria. Rio de Janeiro. So, da vorne hin. Und schreib mich noch einmal an. Ja, komm mit. Abfahrt. Oh ne, also überall stehlen. Ding dong. Jemand hier? Boah, ich würde hier gerne rangehen. Aber dann ist es stehlen. Experte. Na, sicher doch. Hallo. Okay. Erstmal über reingucken. Aber ich vernehme immer noch den Ruf des Blutes. Das tun wir alle. Diese Bürde müssen wir tragen. Doch wir können sie ablegen. Meinen Bruder und mich habt ihr nun. Aber ich weiß nicht, ob die anderen so einfach mitziehen werden. Lass das meine Sorge sein. Okay. Sollen wir mit ihm quatschen oder mit dem... Ach, mit ihm. Mit Kotlak. Kotlet. Krieg gleich Hunger, ey. Ein Fremder betritt unsere Halle. Wer sind denn die Gefährten? Eure Frage wiegt schwerer, als ihr vielleicht denkt, Neuling. Okay. Über solche Dinge denken wir unser ganzes Leben lang nach. Der Unterschied zwischen einer edlen Kriegergruppe und einer lausigen Mörderbande ist dünner als die Schneide eines Schwerts. Ich versuche, uns auf dem rechten Pfad zu halten. Alles klar. Auf wessen Seite steht ihr eigentlich in diesem Krieg? Aus der Politik hält man sich besser heraus. Ich persönlich bevorzuge die direkte Konfrontation. Alles klar. Ich würde gerne den Gefährten beitreten. Ach ja? Ja. Dann lasst euch einmal ansehen. Okay. Ja, vielleicht. Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Ja, wenn du sagst. Ihr erweckt doch wohl nicht ernsthaft, ihn aufzunehmen. Ich bin niemandes Meister, Wilkas. Und so viel ich weiß, hatten wir in Jorvaskr ein paar leere Betten für die, in deren Herzen ein Feuer brennt. Verzeiht. Aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Ich auch nicht. Also kommen die Berühmten zu uns. Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen. Das macht keinen Unterschied. Was zählt, ist ihr Herz. Und ihre Waffen. Natürlich. Wie ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Junge? Ihr wagt es, mein Können in Frage zu stellen. Ich weiß, ob ich den gleich ankacken will im ersten Moment. Ich komme schon klar. Das geht schon. Mag so sein. Wilkas hier wird euch prüfen. Echt? Wilkas, bringt ihn in den Hof und seht, was er kann. Wunderbar, ich darf jemanden verprügeln. Perfekt. Ja dann. Aufs Maul. Es gibt auf die Fresse jetzt. Also ich kriege aufs Maul bestimmt von dem. Übe mit Wilkas. Ja, wo denn? Ach doch nicht, ich dachte jetzt hier.
Das Ganze umgedreht. Dann gehen wir mal raus nach Jarvaska. Jarvaska. So. Ich laufe, wie meint der. Ganz unauffällig. Ich hab schon. Dankeschön. Was die mir sind. Panzer gebacken, Quatsch, die Omi. Mensch, Mensch. So. Na dann. Der Alte hat gesagt, ich solle euch mal in Augenschein nehmen. Ja, ja. Dann wollen wir mal. Okay. Geht ein paar Mal auf mich los, damit ich sehe, wie es um eure Form bestellt ist. Keine Angst. Ihr seid neu hier. Ich traue den Neuen nicht. Ihr seht irgendwie alle gleich. Oh mein Gott. Ihr habt einen ziemlich guten Kampfarm. Ja, okay. Ich traue dir nicht. Du blockst auch. Nicht schlecht. Nächstes Mal mache ich es euch nicht so leicht. Ihr könntet das schaffen. Aber in unseren Augen seid ihr immer noch ein Frischling. Und das war jetzt ein Test. Also tut gefälligst, was wir euch sagen. Ja, okay. Hier ist mein Schwert. Bringt es zu Eorlund und lasst es bei ihm schärfen. Mhm. Und passt gut auf. Denn es ist vermutlich mehr wert als ihr. Das wage ich zu bezweifeln, weil mein Leben ist unbezahlbar. Und so eine Klinge sind 3 Kupfer. So, aber... Guck mal, dick und doof. Die sind doch beide gleich. Kleine Klingen tun niemandem weh. Dick und doof. So, was haben wir als Aufgabe jetzt überhaupt? Zu den Waffen. Gib Eolund Wilkas Schwert. Okay. Ich weiß gar nicht, wer Eolund ist. Bist du Eolund? Nee. Du? Ja, das war Torvar. Das andere war dick und doof. Ich will von dir gar nichts. Was will der von mir? So, wir brauchen hier. Wen brauchen wir? Eolund. Ach, ich soll vielleicht auch mal die Quest aktivieren, ne? So, ja. Wegner. Dick und doof. Wer bist du? Vorsichtig. Was? Okay. Schreib mich halt noch mehr an. Ich glaube, ich bin doch komplett falsch hier, oder? Ah, ja, 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 okay, wir sind falsch. Oder? Ja. Dann. Da oben. Einmal hier hoch. Nicht so. Hier? Nee. Ohne Momentum. Tor auf. Da ist er doch. Was führt euch her? Eolund Graumähne. Wilkas hat mich mit seinem Schwert geschickt, mein Freund. Dann seid ihr wohl der Neue hier. Ja, sagt man so. Wilkas schickt öfters Neulinge auf Bodengänge. Ist das normal? Oh, macht euch deswegen keine Sorgen. Die haben alle mal klein angefangen. Mhm. Sie reden bloß nicht gern darüber. Und tut nicht immer einfach alles, was man euch aufträgt. Bei den Gefährten machen wir einander keine Vorschriften. Seid ihr ein Gefährte? Nun, ich weiß nicht wie, aber sie scheinen ohne auszukommen. Es gab seit Iskramor keine Anführer mehr. Kotlak ist der Herold. Er ist eine Art Berater Kotlak. Für die ganze Gruppe. Aber das Kotlak jeder Mann kämpft für sich selbst. Und auch jede Frau. Gut, seid ihr ein Gefährte? Ich gehöre nicht zu den Gefährten, aber von denen versteht niemand etwas vom Schmiedehandwerk. Und es ist mir eine Ehre, ihnen zu dienen. Ach du. Mein Name ist Eolund Graumähne. Ich leite die Himmelsschmiede. Bester Stahl von ganz Himmelsrand. Ach was, von ganz Tamriel. Okay, er ist sehr von sich eingenommen. Ich muss immer wieder los. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Ach, der Nächste. Was ist los? Ich habe an einem Schild für Ayela gearbeitet. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Mhm. Habt ihr nicht gerade gesagt, dass ich kein Diener bin? Das ist kein Befehl, hier geht es um Respekt. Aha. Helft einem alten Schmied ein wenig aus. Ich muss zurück an die Arbeit. Alles klar. Na wunderbar, abgeschlossen. Bringe Ayela ihren Schild. Na wunderbar, dann danke fürs Gespräch.
Ah, die haben wir uns schon mal gesehen, die Aeda, ne? Kann das sein? Die wird auch hier irgendwo, glaube ich, bei den Leuten dabei. Ja. Das machen wir aber in der nächsten Folge, Freunde. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Reinschalten, fürs mit dabei sein. Wieder nicht vergessen, liken, abonnieren und kommentieren. Und dann bis zum nächsten Mal, zur nächsten Folge wieder zu Skyrim. Bis dann, passt auf euch auf, bleibt gesund. Tschö mit euch.